noch an? Nee, machen wir es auch. Daniel ist jetzt verbunden. So, da ist er. Ich höre mich. Jawohl, da sind wir wieder dabei mit unseren Tönen. Wir haben die Pause genutzt, um unsere Geräte aufzuladen. Das iPad hat wieder 12%. Und wir hoffen, dass die Powerbank durchhält und das iPad nicht schneller entladen wird durch die Arbeit, die es zu tun hat, als es durch die Powerbank aufgeladen wird. Wir sind jetzt hier auf der Bahn 7. Oder wie manche es gerne hätten, auf Feld 7 und beobachten das 32. Finale Baden-Württemberg 9 gegen Bayern 5. Baden-Württemberg 9, das ist Tobias Müller. Wenn ich ihn nochmal Thomas nenne, ich glaube, er würde erlauben, dass ihr mich dann steinigt. Tobias Müller spielt zusammen mit Muriel Hess. Beide euch vorzustellen ist eigentlich völlig überflüssig, ihr kennt sie. Und ihre Gegenüber, Domino Probst und Gabriel Huber. Ich zitiere mich selbst, beide euch vorzustellen, ist vollkommen überflüssig. So, das wird im A-Turnier das vorletzte Spiel des Tages sein. 16. werden wir heute noch übertragen zu späterer Stunde, dann ist Feierabend. Für uns heißt es dann wieder alles an die Ladegeräte, damit morgen früh der Strom wieder da ist. Und morgen früh machen wir dann Achtel, Viertel, Halb und Finale. Unschöne Begleiterscheinung dieses Turniers ist es wieder, dass etliche Spieler und Spielerinnen sich abgemeldet haben. Ganz besonders unschön ist es, dass einige auch verschwunden sind, ohne sich abzumelden. Und ich bedauere außerordentlich, dass es da meinen eigenen Landesverband trifft und ausgerechnet das an eins gesetzte Team. Das ist eine große Unsportlichkeit und ich hoffe, dass irgendwelche Folgen, irgendwelche Sanktionen gefunden werden, um einfach mal klarzustellen, was so in der Richtlinie der Deutschen Meisterschaften steht. Das B-Turnier ist Bestandteil der Deutschen Meisterschaften. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn sich jemand von einer Deutschen Meisterschaft schlank abmeldet, ohne Gründe vorzubringen oder ohne überhaupt zu sagen, dass er weg ist. Da warten Gegner eine halbe Stunde auf dem Feld, dass die anderen kommen und werden da wie, ich sag mal, Idioten stehen gelassen. Macht man nicht. So, jetzt habe ich genug geschimpft. Jetzt eben ein bisschen zum Spiel. Immer noch die erste Aufnahme. Domino und Gabriel haben sich in der Barrage hier sehr, sehr lange diesen Sieg erkämpft. Ja, und das Schwarzwaldeisen, die Aufschrift trägt Muriel Hess ja auf ihrem T-Shirt, das Schwarzwaldeisen trifft hier nicht das Ziel. Ziel wäre der Punkt gewesen. Es ist auch der Stress gleich verteilt. Sowohl Domino als auch Tobias haben wir am letzten Wochenende noch in Herzogenbosch gesehen. Von Mittwoch bis Sonntag liefen da die deutschen Meisterschaften. Für diese beiden waren sie leider am Samstag schon beendet. Aber wer miterlebt hat, wie Schlag auf Schlag dort die wichtigen Spiele zu spielen waren, kann sich vorstellen, dass das noch so ein bisschen in den Knochen steht. Einmal bei den Weißen, einmal bei den Blauen steckt es in den Knochen. Die jeweiligen Partner sind von dem Turnier zumindest nicht belastet gewesen, sodass da eine Gleichverteilung des Stresses vermutet werden kann. Ja, wenn Tobias nichts zu schießen hat, legt er eben. Und Muriel kurbelt. 2:0 für das Team aus Baden-Württemberg. Ich kenne nun, und das gleiche gilt, glaube ich, auch für Hein, der neben mir sitzt und gerade am Klavier die Sachen einträgt. Wir kennen beide Teams gut. Die Sympathien sind hier absolut gleichmäßig verteilt. Manchmal sagt man ja so, ach Mensch, der eine gefällt mir eigentlich besser als der andere, ist der sympathischere Typ. Ist hier in diesem Feld nicht gegeben.
Jupp, schöner Auftakt. Jetzt sind sie hier alle so ein bisschen in der Nähe des Nachbarfeldes. Ja, ich bleib mal lieber im Schatten. Sonne ist noch zu doll. Eigentlich keine Aufgabe für Domino. Der Boden erscheint mir hier auch als relativ gut beherrschbar. Doné sauber treffen. Vorher genau gucken, wie viel Kies liegt dort oder wie viel Schotter liegt dort. Und dann ist eigentlich der Drops gelutscht. Aber das Wörtchen eigentlich hat ja so eine besondere Dynamik. Eigentlich halte ich mich ja auch für einen guten Spieler. Aber Domino hat das umgesetzt, was jetzt angesagt war. Punkt bei den beiden Bayern. Ja, und eine Kugel, eine gute Kugel, ist so lange eine gute Kugel, bis eine bessere da ist. Die bessere kommt jetzt von Muriel. Und die ist so gut, dass letztendlich Gabriel sagt, der Kreis sei mein. Ja, fast zärtlich trifft er die Kugel. Sie macht ihren Meter zur Seite aus dem Feld raus. Punkt wieder bei Dominos erster Kugel. 4:4 ist der Kugelstand. Drei zu vier, aber dafür ist der Punkt bei den beiden Baden-Württembergern. Tja, und nun? Ups. Neues Spiel, neues Glück. Okay, das geht ohne Messen ab. So, Tobias hat sich jetzt die Taktik vieler Spiele, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, zu eigen gemacht. Durchlegen wird gewonnen. Es war ja tatsächlich so, ich gehe mal aus der Schussbahn, es war ja tatsächlich so, dass in vielen der vergangenen Spiele die hervorragenden Legeleistungen Spieler entschieden haben. Leider war es in der Mehrzahl der Spiele so, dass die Legeleistung dann gegen uns angewendet wurde. Aber hier sauber gelegt, vorne vor. Bravo, Tobias.
klasse gemacht. Jetzt muss nur noch einer hinten an die Kurbel. Ja, was hätte ich dazu sagen sollen? Vollkommen normal. So eine Kugel, die direkt an der Sau liegt, die schießt man. Mit Glück holt man dann den Punkt. Und das Glück kann hier durchaus kalkuliert gewesen sein. Klarer Punkt jetzt bei der Kugel von Gabriel. Na? Tobias nickt. Ja, und solange die anderen beiden auch nicken, ist der Punkt tatsächlich gewandert. Jetzt ist er bei Muriel und Tobias. Und zwar auch wieder so gut, dass es Gabriels Job ist. Ja, bei dem Amateurbuhl, dass man anderswo zu sehen kriegt, heißt es in so einer Situation meistens, die ist ja durch. Ist aber egal, hier hat sie immer noch den Punkt gehabt.
Schön gemacht. Immer einen kleinen Tacken besser. Wenn das so weitergeht, dann liegt irgendwann eine Kugel richtig gut an dem Punkt. Und an der Stelle können wir auch ganz deutlich sagen, Muriel kann das besser. Da will sie hin. Also klassischer halber Wurf, Kugel mit 50% des Weges in der Luft, 50% am Boden. Trifft ihr Turnier recht gut. Geht ein bisschen durch, aber hat ganz deutlich den Punkt gemacht. Deutlicher Abstand, was die Entfernung betrifft, zu der Kugel von Domino. Auch hier, wie es sich gehört, man bespricht sich kurz, dann wird die Kugel geworfen, holt den Punkt. Also so wie die Kugeln da liegen, 1, 2, 3, 4, 5, immer einen kleinen Tacken besser. Ja, Bremer Sturm, wer in der nach zwei verlorenen Spielen abreist oder wer nach der verlorenen Barrage abreist, ich weiß nicht, ob sich für den die Teilnahme dann überhaupt gelohnt hat. Nö, eigentlich nicht. Aber das war ja auch nicht das Ziel. Man reist ja an, um möglichst weit zu kommen. Insofern, frag doch selber mal. So, wo muss die Kugel jetzt hin, dass sie besser ist als die von Domino? Ich tippe mal Richtung von Dominos Kugel auf Höhe der Sau liegen bleiben. Und dann wird es mit der nächsten Kugel noch einmal schwer. Cool, der Gedanke war da. Da hätte sie hin sollen, hat nicht gepasst, hat die Stelle nicht erreicht, ist leicht vorher nach links abgebogen und liegt jetzt an 2 oder 3. Das muss bei mir erst. Ja, ist eine weg, aber das war nicht die, die er treffen wollte.
Das war jetzt die richtige, jawohl. Jetzt ist der Punkt wieder bei Dominus Kugel, die da in diesem fast Halbkreis um das Schweinchen aus Sicht der Kamera auf der ganz linken Seite liegt. Ach, Gabriel verhungert. So, da hinten müsste jetzt die Baden-Württemberger 2 nochmal weggedreht werden, damit die 3 dort liegen bleibt. Und es muss die 1 bei Bayern gestellt werden. Jawohl, Müll, das ist richtig. Aus der Sicht der Baden-Württemberger leider die 1 auch richtig, aber weiter geht's. So, ordentlich. Ja, nochmal ran, Muriel. Die geht mal in die andere Richtung. Kriegt die richtige Länge, biegt aber schön nach rechts ab. Komm, also 3 zu 1 reicht nicht. Da muss noch mehr kommen. Haut rein jetzt. Ja, das Gesicht von Tobias spricht Bände. Lass mich doch nicht allein hier kämpfen, sagt er. Aber er hat ja jetzt in den ersten 4 Aufnahmen gezeigt, was er als Leger erreichen kann. So, er zeigt das halt in den ersten 5 Aufnahmen. Es waren 3 Aufnahmen erst bisher, er zeigt das jetzt halt auch in der 4. Aufnahme. Wenn wir mal von dem ausgehen, was Tobias in Herzogenbosch gezeigt hat, wo er ja wirklich ein sauschweres Spiel gegen Diego Rizzi bestehen musste, bei dem er selber sagte, es freut ihn unheimlich, mal gegen Diego Rizzi antreten zu dürfen. Es war ihm eine Ehre, das zu tun. Hätte er einen weniger starken Gegner gehabt, und hätte er dann weitergemacht, gerade beim TED ist doch das Legen entscheidender als das Schießen in vielen Situationen, dann hätte er mit dem, was er hier sich zurechtlegt, deutlich, deutlich weiterkommen können.
Ja, in den Augenwinkeln sehe ich drüben gerade Jörg Born schießen. Einer, den wir uns für eins der späteren Spiele noch vorgenommen haben. Hein lacht, ja klar. Hessen. Na, das dürfte nicht ganz reichen. Bisschen knapp. Und zweiter Versuch, ach, bleibt an der vorderen Kugel hängen, schade, schade, schade. Feuerfrei für eine Kugel von Gabriel. Und legefrei für das, was Domino in den Händen hat. Und das sind zwei. Links vorbei müsste eigentlich genügend Platz sein. Ja, mein Domino auch, aber so viel Platz ist da nun doch nicht. Schwer einzuschätzen, ich glaube, die rechts auf 2 Uhr liegende Kugel ist besser. Ja, und Gabriel will auch sicher gehen, geht zu sicher. Zu 2. Das Spiel nimmt Fahrt auf. Schon wieder ein Punkt. Upsa. Die weiche Stelle, die die Kugeln verschluckt. Dann gibt es da an der weichen Stelle ein kleines Bäuerchen und die Kugel kommt wieder raus, rollt ein Stück, aber bei weitem nicht weit genug. Da war die weiche Stelle nicht. Schieben wir mal das Schweinchen ein Stück weiter und ziehen uns dann diskret zurück, damit nicht mit der Kugel das Schweinchen auch jetzt ausgeht. Ja, die Kugel geht auch nicht ins Aus. Selbst die von Gabriel, die Schusskugel, bleibt hier eine halbe Kugellänge oder Kugeldurchmesser vor der Auslinie liegen. Das ist die richtige Kugel, die wollte Domino vorhin schon dahin kriegen.
Müller räumt auf und am Rande bemerkt, das von mir vorhin erwähnte Team, das sich hier schlank entfernt hat, hat wohl irgendwie mitbekommen, dass das nicht so ganz korrekt war. Die waren schon bei der Turnierleitung. Wollen wir mal sehen, vielleicht kann ich nachher oder kann Hein nachher im nächsten Spiel berichten, was es dort gegeben hat. So, nochmal Domino, die geht nun zur Seite weg. Kugelvorteil bei den beiden Baden-Württembergern. Gute Kugel, aber eben nicht gut genug. Ja, getroffen, aber nur gestreichelt. Tobias, da musst du noch mal ran. Sauber. Stellt sich aber zwischendurch auch die Frage, der andere Müller, der nicht Tobias heißt, der die Kugel mit dem Fuß bewegt, bei dem die Kugel aus Leder ist, was hat der eigentlich für eine Trefferquote, wenn der mal aufs Tor schießt? Einmal quer durch die Landschaft. Das war nicht so geplant. Da war die Kugel nach dem Aufprall etwas zu schnell. Da hat sie genau das richtige Tempo. Und Muriel freut sich. Es geht weiter für Baden-Württemberg. Und diesmal gleich um 2 Punkte. 2x2 und 1x1 haben die Baden-Württemberger, zusammen 5. 2x1 haben die Bayern gemacht. Ein Spiel also, das sich von Punkt zu Punkt vorantröpfelt. Das uns wohl aber Gelegenheit gibt, wenn es zu Ende ist, relativ zügig dann das nächste Spiel auszusuchen. Dieses Spiel hat ja im 32. Finale erst recht spät angefangen, weil Domino in der Barrage sehr lange spielen musste. Gabriel im Übrigen auch. Das gab uns Gelegenheit, die wir lange in dem Spiel vorher gestanden haben, die Geräte einmal kurz an den Strom zu legen und selber einmal etwas im Kühleren aufzuhalten. Das tat ganz gut. Und jetzt werden wir diese 2 Spiele auch noch durchstehen. Also dieses, in dem wir jetzt sind. Und dass das noch kommt. Ja.
Schöner Bogen, den die Kugel da geschrieben hat, von links nach rechts. Liege jetzt in einer Schieß mich doch Position hinterm Schweinchen. Davon lässt sich aber Muriel Hess nicht aus dem Konzept bringen. Sie hatte vorgesehen, jetzt nochmal eine bessere Kugel zu legen. Und wie sie dieses Vorhaben in die Tat umsetzt, werden wir gleich erleben. Ja, 1A würde ich sagen. Hm? Ja, Gabriel setzt es ebenso gut um. Mit der Sau im Aus erleben wir jetzt aber eine weitere Aufnahme. Ähnliche Distanz wie vorhin. Ja, und letztendlich, wenn die Partnerin genauso dahin kommt, dann hat Tobias mit dem Sauwurf alles richtig gemacht, dann hat Muriel mit dem Wurf ihrer Kugel alles wieder richtig gemacht. Richtig gut, wenn es so Hand in Hand geht. Aber auch Gabriel trauen wir zu, dass er mit seiner Kugel jetzt trifft. Schöne Richtung. Und er erkennt selbst, ja, hilft nichts, muss er nochmal ran, weil die liegt ja da immer noch. Okay, andere Richtung. Ja, nochmal Baden-Württemberg stellen. Tatsächlich sind 5, nicht 4. Der Wind tut hier sein Geschäft. Nichtsdestotrotz sagen wir Danke, Alfons. Alfons hat nämlich diesen Aufsteller extra für das Übertragungsteam gebastelt. Der wird bei unseren Sachen bleiben und uns national begleiten und international da, wo wir mit dem Auto fahren. Als Handgepäck im Flieger ist es ein bisschen unhandlich, also das wird nicht ganz praktisch sein. Zumal auch im internationalen Geschäft dann die ausschließliche Erwähnung der 10 Landesverbände nicht ganz ausreicht. Etwas vorsichtiger, etwas verhaltener, aber eben eine gute Kugel. Mein Tipp ist, Domino geht in den Kreis. Hm.
Ja, eigentlich nicht so recht zum Schießen, weil da müsste Muriel immer wieder hinkommen. Aber ein ordentlicher Tiroler geht vom Surplus aus und dann wären 2 Punkte für die Bayern und erledigt. So ist es keiner. Ja, jetzt frage ich mich, dreht sich da gerade ein Spiel? Nachdem die Bayern 2 Aufnahmen lang aufgeholt haben, hat Baden-Württemberg dann doch wieder mit 2 den alten Abstand von 3 hergestellt. Und jetzt fehlt das Glück im Kreis immer dann, wenn einer der beiden aus Bayern dort drin ist. Gut, damit kann man zufrieden sein. Auch Tobias ist damit zufrieden, liegt was Schönes zum Schießen. Kommt er mal wieder dazu. Das hat er sich nicht so gedacht, aber auch hier ist der zweite Schuss durchaus angeraten. Nanu. Das ist jetzt die große Einigkeit. Wenn die Bayern schon meinen, das läuft nicht bei uns, dann machen die beiden anderen mit. Jo, von hier erkennbar, das ist der Punkt. Das war der Punkt. Und jetzt ist sogar nicht ganz klar, ob es 2 jetzt sind für Baden-Württemberg. Oft haben wir ja schon gesehen, dass der Schießer zum Schluss legen muss. Weniger oft, dass der Leger oder in dem Fall Muriel Hess, die Legerin, dann schießen muss. Aber auch das klappt. So, das ist jetzt nicht mehr erkennbar. Da zeige ich da an. Also kleinen Tacken die Sau ziehen. Und es klingelt. Und so ist es dann 1 oder 2.
Gut, bleibt es bei einem an der Stelle. Nochmal der klassische Sauwurf, wie wir ihn von Tobias Müller halt kennen. Hoher Bogen, Sau kommt auf die Erde und geht kaum noch weiter. Und auch da, Muriel kommt hin. Nicht so grandios wie bei der vorigen Kugel, als sie direkt am Schweinchen liegen bleibt, aber 30 cm von der Sau entfernt. Ist in dem Bereich, wo man eine Kugel durchaus als gut bezeichnen kann. Auch wenn Domino an der Stelle anderer Ansicht ist. Und sie bleibt verhalten an 2. Bleibt dann 1. Ja, Gabriel hat es gemerkt. Wir haben ja hier die strengen Augen des Schiedsrichters neben uns stehen. Da wird ganz schnell das Schweinchen neu markiert, auch wenn es nur einen Zentimeter vielleicht sich bewegt hat. Weil von wie weit bewegt steht nichts im Regelwerk, da steht nur bewegt und bewegt war sie. Und jetzt war die Kugel bewegt. Fort ist sie. Die hintere wird jetzt noch rausgenommen. Punkt. Bei der Kugel von Muriel. Auch da bleibt sie zu vorsichtig. Das reicht an der Stelle nicht für den Punkt. Wenn ich es recht sehe, Kugelnachteil bei den Bayern, deshalb legt Gabriel. Und holt damit nicht den Punkt. Was er mit der ersten nicht schafft, muss er halt mit der zweiten machen. Blöd, dass es die zweite ist, hätte er sich anders gewünscht, weil jetzt hat Team Bayern nur noch eine Kugel. 4 müssten es sein bei den Baden-Württembergern. Aha, hat Bayern den Punkt vorne oder ist er bei der hinteren Kugel? Die Spieler einigen sich nicht. Schiedsrichter Wandertag ist angesagt. Thank you.
Da ist der Punkt, also noch in Baden-Württemberg. Letzte Kugel aus bayerischen Händen. Jupp, Gabriel macht es wieder. Und ich glaube, Tobias Müller wird hier auch zum Wiederholungstäter. Und tut, was die vollkommen richtige Entscheidung ist. Und wir haben vorhin Muriel schießen sehen, sie kann es auch. Also selbst wenn Tobias jetzt weniger Glück haben sollte, der nächste Schuss von Muriel, der ist dann nochmal dabei. Naja, mit weniger Glück ist das gemeint, was ich eben sagte. Es geht die Kugel, es geht die Sau. Punkt bleibt bei der Kugel. Und da muss Muriel nochmal ran, die wir ja national und international schon oft gesehen haben. Das alles war vor meiner Zeit. Ich bin ja erst seit etwas über 2 Jahren Mitglied im Kommunikationsausschuss. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, setzt sie hier um. Schöner Schuss. Punkt dürfte jetzt wieder dort recht sein bei der Helmkugel. Bisschen anvisiert, bisschen geguckt, was liegt da wo. Macht sie einen Schuss auf die rechte, geht sie auf die Sau, dass die Sau ein bisschen nach hinten gezogen wird. Eigentlich, also aus der Sicht hier, die linke, aus Sicht des Kreises, die rechte dunkle Kugel wäre das, was dort nichts zu suchen hat, was weg muss. Nö, dann legen wir eben. Weil wenn wir so sicher 2 Punkte holen, was soll uns dann noch irgendwo stören? 3 Punkte holen, das stört noch weniger. Also gut, 9:2. Hätte man mich vorher gefragt, wo ich ein mögliches Ergebnis sehe, hätte ich gesagt, das wird auf jeden Fall knapp. Da sind 2 Teams im Kreis oder im Spielfeld, die einander sehr auf Augenhöhe begegnen. Und hier fängt es wirklich von dem kleinen Quäntchen ab, dass der eine mal besser ist oder der andere mal. Schwarzwaldeisen wirft französisches Eisen. Bisschen arg weit. Ah, habt ihr gedreht? Das schießt ja nicht. Ja, gedreht haben sie. Und aus der Sicht von hier knapp den Punkt geholt. Klar und deutlich der Punkt, aber eben nur ein Quäntchen besser als die zuerst gelegte Kugel. Das kann Muriel toppen. Ja, gesagt, getan. Da ist sie. Nochmal Gabriel, der jetzt weiß, wie er korrigieren muss, was er tun muss, damit der Punkt jetzt wieder in bayerische Hände gerät. Nee, so nicht. Das war in die falsche Richtung korrigiert.
Diese Geste bei Gabriel heißt, was war das denn jetzt? Nee, ihr beiden. Ihr seid besser als das, was ihr jetzt gerade zeigt. Das geht anders. Ja, Hessen 12 möchte jetzt hören, wie wir im Mikrofon knuspern. Wir kriegen gerade Kekse gereicht. Aber wir schalten das mal ab. So, Knurpsel, Knurpsel, Knurpsel. Ist schön zu sehen, dass die, die uns hier erleben, die sehen, was wir hier tun, nicht mit Kommentaren um sich werfen, wie wir sie manchmal lesen, wenn wir YouTube aufrufen und nochmal gucken, was ist denn los in der Community. Nö. Ja, heißt es schon mal, was willst du trinken? Willst du einen Kaffee oder willst du einen Saft? Wie eben, Nutella-Kekse, kommt immer gut. Also wir lassen uns durchaus gerne pflegen. Man kann uns mit allen möglichen Dingen füttern, wir nehmen es gerne. Und sagen manchmal sogar Danke. So, weiter zum Spiel. Oben steht es 9 zu 2, unten 9 zu 5. Und wenn es die Aufgabe wäre, jetzt die Punkte oben und das, was unten steht, gleich zu machen, müssten die Bayern mit 3 Punkten voranziehen. Einen haben sie jetzt schon mal. Was haben die Baden-Württemberger? Die haben den einen Tobias Müller. Und der hat sogar 2 Kugeln. Also hin damit. Sau geht. Und gucken, wie dann die neue Lage aussieht. Ja, neue Lage sieht so aus, dass jetzt wieder in unsere Richtung hergespielt wird. Das Cochonnet hat sich verdrückt, ist über die Auslinie gegangen. Somit bleibt es beim 9 zu 2 oben. Das 9 zu 5, das unten steht, ist sowieso festgemeißelt, da wird sich nichts mehr tun. Und der Müllersche Sauwurf, hoher Bogen, wenig Zentimeter. So, einmal den Schirm verrückt. Der Schatten ist wieder unser. Tut mir leid für den Schiedsrichter, aber auf Einzelschicksale nehmen wir hier keine Rücksicht. Schöner Platz für eine Kugel. Sau in Sichtweite. So stark kann der Nebel gar nicht sein, dass die Sau dort aus dem Sichtfeld der Kugel verschwindet. Gabriel meint, da will ich hin. Macht aber das Donnet nicht glatt, sondern das sieht so ein bisschen rauer da aus. Da scheint so ein bisschen der dunkle Boden, der dunkle harte Boden durch. Dafür trifft das nicht genau, kommt vorher auf. Und die 3 cm, die er vorher aufkommt, bleibt die Kugel auch vor dem Schweinchen liegen. Also sauber gemacht.
Er schimpft ein bisschen mit sich. Droht der nächsten Kugel. Sagt sich aber, ich habe meinen Job jetzt erstmal so getan. So viel Platz muss für einen guten Leger reichen, für eine gute Legerin, die Muriel Hess zweifelsohne ist. Erst recht. So, da im Spiel Abraham Scharke. Wer hat gewonnen? Alle schütteln den Kopf. Ja, Jannik hat den Kopf auch geschüttelt eben. Da dachte ich erst, er hätte verloren, aber nein. Zu 12 gewonnen. Und wieder hier zu diesem Spiel. Oh ja. Das hat Muriel so nicht gewollt. Jetzt geht's mit dem Kugelverhältnis auf einmal wieder andersrum. Jetzt haben die beiden Bayern den Überschuss. Als wenn sie sich nicht hätte entscheiden können, genau zwischen den beiden Kugeln aufgekommen. Muss sie noch mal ran. So geht's auch. Unschön getroffen und dann noch die falsche. Ach, das ist schade. So geht man eigentlich mit einem Kugelvorteil nicht um. Ja, nebenan höre ich Jannik Scharke sagen, das war ein Katastrophenspiel eben. Jannik, wenn wir fertig sind hier mit der Übertragung, könnt ihr das nochmal machen, dass wir es nochmal sehen? Ja, er würde es versuchen, wenn wir ihm den gleichen Ausgang versprechen. Wir können da viel versprechen. Ob der Gegner da mitmacht, wissen wir nicht. Und 13-12 war ja nun denkbar knapp. Ist 17.20 Uhr. Offizieller Spielbeginn fürs B-Turnier. Sechzehntelfinale 17.20 Uhr. So, 17.14 Uhr ist es. 17.20 Uhr geht es dann mit dem 16. Finale in B weiter. Die sind ein bisschen schneller als hier in A. Ja, ein bisschen schneller schießt Domino an der Stelle jetzt auch daneben. Und beim Stand von 10
2 für das Baden-Württemberger Team. Geht es weiter? Ja, fast ein hessischer Punkt. Klein wenig zu lang, ein bisschen kürzer wäre besser gewesen. Während sich hier auf der Nachbarspielbahn auch schon Schwarzwaldeisen einspielt. Gut, wenn die Kugeln dahin rollten, dann sind 3 gut gelandet. Okay, zurückgedreht. Domino legt wieder und holt den Punkt für Bayern. Ja, auch das muss man machen. Wenn das Legen nichts bringt, dann dreht man wieder zurück. Lieber jetzt als gleich. Gut, Herr Reichert. Naja, der spielt sich nebenan ein. Seht ihr vielleicht im Augenwinkel. Ich weiß nicht, ob das die Kamera so einfängt. Jo ist eigentlich drin da hinten. Na guck, Herr Müller, geht doch. Fehlschüsse haben wir lange nicht gesehen. Das Nick mal. Schau mal selber, was meinst du dazu? Ist da, da vorne, ja doch. So, wir haben unsere Kriterien für die Auswahl der nächsten Partien jetzt geändert. Wir gucken jetzt, was findet im Schatten statt. Nee, Spaß beiseite, wenn die sich da hinten einspielen mit Manuel Strokosch und Aline Genal, die gegeneinander spielen mit Justin Neu und ja, mein Namensgedächtnis, Leute, helft mir. Ich wusste es. Hein hat es drauf, Mercedes Lehner natürlich. Das ist ein Spiel, das uns ebenfalls viel Freude bereiten kann. Da würde ich sagen, spielen die 3-4 auf der gleichen Augenhöhe, wie wir es hier erwartet haben. Thank you.
So, das hat Gabriel nicht gefallen, das wollte er anders. Eine hat er noch. Domino ist leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 kommen dann noch hinterher. Und die beiden, die hinterherkommen, können, wenn er jetzt den Punkt nicht wegkriegt, das Spiel dann entscheiden. So, doch, eine hat Domi nur noch, die hat sie geschickt versteckt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da die hinter der Kugel lag, die ihr jetzt geschossen habt, die war für uns auch nicht sichtbar. So, 10 zu 3. Aha, sind es 10 Meter, sind es 11 Meter? Da lacht selbst der Schiedsrichter. Irgendwas zwischen 9,98 und 9,99. Also das ist durchaus eine Entfernung, bei der man einfach mal messen kann. So, Gabriel wirft auf 9,60 Meter. So, das geht jetzt weiter. Ich hatte eben kurz das Signal, dass hier sich irgendwas zur Pause verabschiedet hatte im Ohr. Aber das kennen wir ja inzwischen, da sind wir mit 5 Handgriffen dabei und 5 Sekunden später
Läuft die Kiste wieder. ...10:3, ihr habt also nichts versäumt, bis auf die beiden Kugeln, die dort vorne liegen. Welches die von Muriel ist, sieht man daran, dass Tobias im Kreis ist. Jetzt ist es doch passiert. Ja, Hein lacht. Tobias hat es nicht gehört. Ich werde Tobias mal darauf hinweisen, dass er sich diese Aufnahme besser nicht anhört. Oder zumindest, dass er dann beim Anhören die 1:20, eine Stunde 20 Minuten etwa, ausblendet. Durch. Das war nicht der Plan. Aber auch da, wenn es passiert, es stehen Mittel zur Verfügung, das Ganze eben zu korrigieren. Schön freigelegt für einen Schuss. Wenn das aber die letzte Kugel ist, ist das nicht ganz lustig, was dann passieren kann. Ich denke, Tobias wird legen. Yep. Wer da sein Donné markiert, schießt nicht. Ran an die Sau. So dicht wie möglich, aber nicht vorbei. So, da reingekuschelt. Das ist eine Aufgabe, da zu schießen. Da geht schnell die hinten liegende weg und die beiden von Muriel haben den Punkt. Wenn sich der Tirol dort ganz vertut und nur die hintere rausgeht, dann sind es 3 Punkte bei Bavü und dann wären 13 erreicht. Aber mit 4 Punkten auf der Hand sollte es mit dem Teufel zugehen. Schauen wir, was sich wie entwickelt. Tja, Situation bleibt. Die Kugel, die den Punkt hat, hat sich ein bisschen mehr dazwischen gekuschelt. Domino schießt nochmal. Nee, das war ja nicht geschossen. So, jetzt liegt was hinten, das den Schuss vorne weniger gefährlich macht. Vorhin hatten wir es. 5 Kugeln aus der Hand und aus dem einen Punkt, der da lag, waren 3 für den Gegner geworden. Auch hier wird gelegt, nur nichts kaputt machen. Bravo, Alexandra. Sehr schön. Ja, eine lag, 5 Kugeln auf der Hand.
Schauen wir, was mit der letzten jetzt noch passiert. Auch nix. Einer. Auf dem Spielfeld 51, Barbie 19, Berlin 01. Fehlen die Mannschaften. Berlin 01 und Barbie 19. Auf Spielfeld 51. Zehn zu vier. Immer noch auf dem Weg zur Zahl 10. Aha, auch diese beiden versuchen es mal in gedrehter Reihenfolge. Die beiden wollen jetzt die drei Punkte erzwingen. Die wollen jetzt durch sein. Die haben Mitleid mit dem Übertragungsteam. Die wollen, dass wir endlich zu dem letzten Spiel heute gehen. Knapp nicht. So, da war ich eben wahrscheinlich zu weit weg vom Tablet. Einmal kurz raus. Bleiben wir mal hier. Hier wird man auch netter angelächelt. Das ist wirklich knapp.
So, das hat gereicht. Sieht nach 2 aus, heißt das Signal hier. Aber schauen wir mal. Wir werden nachher relativ zügig umbauen, denn hinten herrscht so eine Unruhe. Die Saarländer wollten anfangen zu spielen. Ja, es sind letztendlich die Spieler, um die es geht. Müssen wir uns nachrichten. So, damit wäre auch geklärt, welcher Schiedsrichter nachher uns auf die 1 begleitet. Oh ja, es schleppt sich ein wenig hier. Es gibt auch nicht diesen einen Wurf, der jetzt die Situation komplett auflösen würde. Oder doch? Bayern jedenfalls kann nicht Schluss machen. Baden-Württemberg anscheinend will nicht. So, die 12 ist da. Tobias schaut sich nochmal genau an. Wo will ich hin? Genau da. Überlegt, wie komme ich da hin? Genau so. Ja, und macht. Na, ein bisschen dolle. Bisschen dolle, ja, typische Reaktion, das kennen wir von Tobias Müller. Wenn irgendwas nicht läuft, dann geht die Kugel einmal hoch in die Luft, wird wieder aufgefangen. Dann hat sich die das kleine Unmut abgebaut. Aber Gabriel macht es an der Stelle dann einfach besser. Wenn es Gabriel besser macht, dann setzt Tobias noch einen drauf. Während ich mich hier eines liebestollen Insekts erwehren muss. Blöde Mücken. All das, ihr Lieben, was ihr zu Hause auf euren Sofas nicht aushalten müsst. Dafür seht ihr auch nur klein zeitversetzt, wie so ein Schuss von Domino aussieht.
Nochmal Tobias und dann hat er seine 3 verworfen. Gut so. Wahrscheinlich nochmal Domino. So, Team Weiß hat 3 Kugeln noch in den Händen von Muriel. Team Dunkelblau hat jetzt auch noch 3 Kugeln, aber nicht den Punkt. Surplus hilft schon. Ja, und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Muriel, die hier als Legerin eingesetzt war, hat beim ersten Mal, als sie noch in der Legerposition dann schießen musste, hervorragend getroffen. Da sieht man also, die ist durchaus wechselbar. Einmal in die Kamera lächeln. Muss ich nachher mal gucken, wo ich mich da wiederfinde. Legen kann sie auch. Hadert sie. Mit der Kugel hadert sie jetzt. Guckt sie jetzt so ein bisschen böse. Ja, ist auch so, weil das ist jetzt die entscheidende Phase, wo sie eben mal ganz schnell den Punkt zugunsten ihres Teams, bestehend aus Tobias Müller und Muriel Hess, drehen kann. Und auch das geht vorbei. Zweimal noch Gabriel. Ja, die 12. Das berühmte 12er-Loch. Ja, das, dem Ja kann ich so zustimmen. Kommt aber noch einer. Ja, das könnten 3 sein, 7 zu 12. Mehr als die Hälfte erreicht und in dem Bereich, wo sie Schluss machen können. Schauen wir mal, etwas längere Distanz, das werden so gute 9 Meter sein.
dem Tablet sehen. Das heißt, das Spiel kann wieder aus. Noch kein Ton dabei. Da ist er wieder. Ja, unser Ton macht nicht so mit, wie er will. Wir versuchen, das Spiel, das nebenan läuft, hier nicht zu stören. Deshalb habe ich mich auf die andere Seite gestellt. Und da spielt der Kopfhörer nicht so ganz mit. Da ist irgendwas dazwischen, was stört. Aber besser, uns stört der Kopfhörer, als wir stören die Spieler. Ui. Tobias lacht. Die beiden Blauen stehen entspannt. Also war es nicht die Richtige, die sie jetzt getroffen hat. Ja, dafür war das die Richtige. Aber eben alle anderen auch. Ich glaube, die in 3 Meter Entfernung von Schweinchen hat den Punkt. Ja, aber das, was wir jetzt erleben, ist es... eine stramme Führung und unsere Vorstellung von dieses Spiel ist zu Ende und wir können gleich rübergehen, das andere drüben übertragen. Das wird uns laut einer drauf gepfiffen. Wir spielen hier weiter, bis unser Spiel zu Ende ist. Vielleicht können wir dann schon hinterher sagen, wie weit es an der Saar letztendlich ist. Auch das ist freundlich, Vincent. Der hat sich gerade erboten, mal rüber zu flitzen auf Bahn 1 und zu fragen, wie dort der Spielstand ist. Viel 4 zu 0 für Manuel. Das ist das, was an unserem Job hier Spaß macht. Alle helfen uns sofort. Wir brauchen nur irgendwo fragend hinzugucken, schon kriegen wir Antworten. Ja, 2 Dinge sind über diesen Wurf zu sagen. Sah elegant aus. Hat nichts kaputt gemacht. Sah auch elegant aus. Hat was getroffen.
wenn Sie bitte, Frau Probst, Ihre Kugel dorthin legen, war die Anweisung. Gerne, Herr Huber, ich versuche es zumindest. Ja, das war etwas sehr in die Bestreben, nichts kaputt zu machen. So, nochmal Punkte gemacht. Von 7 auf 8. Ja, hatte ich doch recht. Punkt T, Plural. Auf 10, das ist optimistisch. Naja, 9. 12 zu 9 ist jetzt natürlich für unser Team, bestehend aus Muriel Hess und Tobias Müller, eine gefährliche Phase. 9 ist dicht dran. 4 Punkte hat man schon mal gesehen, dass ein Team das erreicht hat, auch in einer DM Mixed. Also nichts, was unmöglich wäre. Ein Sechser, der es vorhin hätte sein müssen, bei der letzten Aufnahme, ist selten. Aber ein Vierer kann so schnell passieren. Das war so ein bisschen zu sehr geschlenkert. Da war nicht der kräftige Arm drin, der Richtung und Höhe und Schwung vorgegeben hat. Das war ein bisschen zu lässig und ist dann auch lässig vorbei. Gut. Die Entschuldigung nimmt Gabriel gerne an. Die Kugel, mit der Domino jetzt das Feld wieder bereinigt hat, zugunsten der beiden Bayern. Aber letztendlich Kugelvorteil bei Bavü. Ups. Ich hatte mir den Spruch zurechtgelegt und wie Tobias Müller legt, wissen wir. Das zeigt das, was eben passiert ist, nicht so ganz deutlich. Das kann er besser und er wird das auch noch einmal besser versuchen und ich glaube auch besser machen. Ja, fast. Ja, Schiedsrichter geht schon in die Hocke. Füße in den Startblock. Nee. Die machen schon weiter. Schlenkern die zweite.
diesmal auf der anderen Seite. So, das war jetzt besser gemacht. Ja, das sind die Pannen passieren, wenn da kleine Unkonzentriertheiten drin sind, dann wird mal so geschlenkert, dann läuft der Arm nicht in einer geraden Linie oder in einem geraden Bogen nach vorne, je nachdem, ob man nur mit FE spielt oder nicht. Ups, jetzt ist aber der Kugelnachteil wieder da. Und ich kenne die beiden in Weiß. Die sind durchaus in der Lage, so etwas zu ihren Gunsten auszunutzen. Gabriel, was machst du? So, da ist der Punkt in Bayern. Zentimeter auf 5 Uhr vor der Sau liegt die Kugel, die den Punkt hat. Ja, jetzt liegt sie 40 cm dahinter und hat den Punkt immer noch. 12:10. Leute, wir sind alle schon etwas älter. Ich weiß nicht, ob hier Menschen mit Vorschädigung des Herzens um mich herum stehen. Macht es nicht zu spannend. So, irgendwer müsste irgendwas stellen. Irgendwer sollte Gabriel sein. Und irgendwas ist die 10. Punkt für Punkt haben sie sich herangearbeitet. Haben noch einmal zugelassen, dass Babü auf 12 geht. Aber diese... Naja, von einer Aufholjagd kann man nicht sprechen, Punkt für Punkt. Aufholjagd wäre, wenn es richtig in großen Schritten vorangegangen wäre. Die Schritte waren hier kleiner, aber sie haben letztendlich auch den geraden Weg in Richtung Ziel genommen. Müssen wir nur schauen, ob sie am Ziel jetzt auch ankommen. Mit der Kugel von Tobias ist es nichts, was dem Ziel näher gekommen wäre. Das war deutlicher. Einmal eine Kugel vertauscht, das wird schnell zurückgegeben. Yep, Gabriel möchte nicht, dass der Punkt nach Baden-Württemberg geht. Das ist nämlich die 13.
Ja, Tobi, nochmal. Ja klar, kann er. Das Dumme ist nur, Gabriel kann auch. Ja, und 3 gegen 3 Kugeln, Punkt bei den beiden Bayern. Es müllert um uns herum. Noch ein Müller dabei beim Zugucken. Ui, Muriel, der ist auch durch. Der ist auch durch. Das ist ein Spielverlauf, den hätten wir so nicht erwartet. Auch nicht. Eine kommt noch. Und dann hat Domino noch 2 und Gabriel 1. Und Bayern hat 10. Hat den Punkt und 3 auf der Hand. Ist jetzt der Punkt in Baden-Württemberg. Die 13 liegt. 3 Fehlschüsse. Glaubt ihr dran? Unparteiisch wird neben mir der Kopf geschüttelt. Upp, erledigt. Einer. Das Bravo bedeutet 1,5 oder 2. Und um die eine soll es jetzt gehen. Ja, 3 heißt es. Nochmal geguckt. Ja. Schiedsrichter Wandertag. Einmal vor. Nee, und man hat sich geeinigt. Das ist gewonnen. Ich gebe zu, ich habe Tobias Müller jetzt in Herzogenbosch etwas intensiver betrachtet. Meine Einschätzung wäre gewesen, dass er es macht, aber dass dieses Spiel nach einer deutlichen Führung dann so einen Verlauf genommen hat, ist für alle erstaunlich. Wir schauen uns jetzt mal in die Augen, der Heine und ich. Gehen wir noch rüber zu den... Wenn es 9-1 steht, dann nicht. Wenn es 2-2 steht, dann ja. Haben wir eine Alternative? Haben wir noch ein schönes Spiel? Ja, dann können es den Nachzügern weiterfolgen. Also wir verabschieden uns erstmal für einen kurzen Moment. Wir schauen mal auf den Plan, was alles noch läuft oder was noch nicht läuft und kommt. Ihr hört von uns wieder. Nachher wird der Hein Fuhrmann quatschen und ich mache die Kamera. Diesmal war es umgekehrt. Salut, auf dann. Wir sind weg.